Hallihallo, Hallöchen, meine allerliebsten Bugs. Das war ein Ruinieren meiner Begrüßung. Warum tust du mir das an? Nein, willkommen zurück, meine lieben Freunde, zu Let's Play Bugs Bunny auf Zeitreise. Im Voraus möchte ich mich gleich entschuldigen für die etwas ungewohnte... Bugs, Mann, was machst du denn da? Hast du irgendwelche... Zuckungen? Für die ungewohnte Soundqualität meinerseits, also meiner Stimme, in den letzten zwei Parts. Das liegt daran, ich habe nicht gemerkt, dass ich aus Versehen den Lautstärkepegel meines Mikros zu niedrig hatte und musste halt im Nachhinein meine Stimme dadurch lauter stellen, was halt die Stimme etwas komisch sich anhören ließ und ja, ein bisschen Rauschen war auch dabei und das, ich hoffe, das kommt nicht mehr vor. Deswegen, es tut mir so unglaublich leid. Das wird hoffentlich echt nicht mehr vorkommen. Egal, im letzten Part sind wir hier in Sams Versteck angekommen. Und haben auch schon den Norden und den Westen hell erleuchtet, wie man hier sehen kann. Uns fehlt noch der Osten und der Süden. Und ich würde mal sagen, wir gehen einfach in den Osten. Wenn du das mal... Dankeschön, bist der Best. So. Okay, hier sind ein paar Skorpis. Und noch ein Rad und eine Karotte. Wir haben hier noch gar keine Wecker, oder? Aber schon drei Karotten, das ist ja immerhin etwas. So, den nehme ich mal. Hier kommen wir jetzt ganz locker rüber, weil wir cool sind. So, da ist die Fackel, da ist das Rad. So, hier legen wir es ab und zack. Und was aktivieren wir? Boah, wir machen das Tor draußen auf, sehr geil. Der Pirat denkt sich auch, oh nein, was ist gerade passiert? So, voll verkackt. Okay, die geben aber auch nur normale Karottis. Aber wir brauchen ja normale Karottis, weil wir hier im Piratenzeitalter immer noch nicht die goldene Karotte gekauft haben. Aber in allen anderen schon. Überall, nur hier nicht. Wow. Ihr seid dämlich. Nee. Was haben wir hier? Ah, die Fackel. Die brauchen wir ja auch. Weil ich würde mal ganz gewagt eine These aufstellen, dass alle... Lichter am Ende bewirken, dass der Wecker in der Mitte aktiviert wird. Oh nein, diese These, ich weiß. Aber nun ja, werden wir ja sehen. Und zack. Yay! Und somit gehört der Osten auch zum leuchtenden Kreise. Dich möchte ich auch nochmal kurz besiegen. Die Fito Burrito. Wie wir es aus Croc gelernt haben. Die Fito Burrito. Das war auch schon ein lustiges Special Level. So, das heißt, wir müssen jetzt nach draußen. Draußen wird es wahrscheinlich, ja, das geben, wo wir den Süden mit aktivieren können. Die ist noch nicht aktiviert. Leider, leider. Gibt es ja eigentlich einen Text? Nö. Nix sagt uns, dass wir das machen müssen, aber es ist ja eigentlich ziemlich offensichtlich. Von daher können wir das auch mal verschmerzen. Ich hoffe, ich weiß die Kombination noch, die ich gern gehen muss. Aber ja, doch, denke ich eigentlich schon. Es gibt ja auch, wie man sich hätte denken können, eine andere Kombination, um halt die andere Seite zu öffnen. Die weiß ich allerdings gerade nicht mehr. Aber naja, vielleicht finden wir sie ja noch heraus. Ah, sehr schön. Hier ist schon Süden zum Erleuchten. Ich möchte dich erstmal fertig machen. Nein! Was ist gerade passiert? Hast du da einen Zeh gestoßen? Hey! Hä, warum ist der kurz erschöpft und dann... Wird er sofort wieder aktiv? Ha. Es ist mir ein Rätsel. Kann man den nicht besiegen? Warum wird er immer wieder sofort aktiv? Naja gut, aber ich denke mal... Oder können wir hier einfach die Fackel nehmen? Wenn wir die einfach nehmen können? Natürlich können wir sie nicht einfach nehmen. Es wäre ja auch viel zu einfach. Warum können wir den nicht besiegen? Das ist ja eine gute Frage, aber... Ja, ich weiß, du stößt dir dauernd dein Zeh, dann gehen wir halt hier rein. Wow. Dum, 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 dum. Wo sind wir denn jetzt hier gelandet? Richtig im... Was zum Teufel? Diese Tür lässt sich nur mit Zauberworten öffnen. Na toll, wir können das Level schon wieder nicht abschließen. Haben wir hier noch was? Huch, da ist ja ein Pirat hinter. Ah, ich glaube... Ah ja, genau. Das war ja so ganz lustig, den hier zu besiegen. Zack, zack. Man musste... Ach, schade. Man muss sich ranschleichen und den dann wirklich in der Kiste so treffen. So. Wartet. Er guckt jetzt nochmal. Jetzt guckt er auf einmal nicht. Gut, dann schleichen wir uns halt dran. Und bam! Genau.
Das ist auch gemein. Darauf muss man erstmal kommen. Gib her. Naja, okay, anders wäre man auch nicht weitergekommen. Oh, Magic. Da geht's auch schon wieder nur da weiter. Gut. Was haben wir denn dann hier? Mhm. Oh, voll ins Gesicht, ey. Doofe Piraten. Aber wo ist Sam? Sam muss ja auch irgendwo hier sein. Yosemite Sam, so hieß der. Yosemite Sam. Und zack. Okay, wir können bis jetzt nur noch hier. Eine Krabbe oder ein Scorpion eher. Ja, Mann. Oh, das sieht mir nach sehr brüchigem Boden aus. Deswegen schleichen wir hier ein bisschen entlang. Und dann Jump. Yay. It's magic. Nothing happened. So. Haha. Ich nehme mal, wollte ich gerade sagen, hier kommt die Plattform wahrscheinlich hoch, oder? Ja. It's magic. So, jetzt haben wir die freie Wahl. Ich gehe mal hier hin. Was haben wir hier? Ah, wieder so ein. Ganz vorsichtig. Du kriegst uns nicht. Wir werden dich sowas von fisten. Und zack. Finde ich auch. Ich dachte schon, die Plattform wäre weg. Aber sie musste nur wieder laden. So, jetzt haben wir hier noch so einen. Und roll. Na okay, dann halt nicht. Dann halt so. Oh, hier haben wir wieder ein schönes Steuerrad. Steuerradl. So, ich nehme mal an, das müssen wir hier einsetzen. Ja, da ist auch schon der Sockel. Und zack. Und zack. Umso schöner ist es jetzt. Ah, keine Cutscene. Wow. Diese futuristischen Sachen hier. Das ist ja richtig überfordernd für mich. Da kam gleich ein neuer Skorpion voll von oben runtergeklatscht. Ich nehme an, hier geht's nicht weiter. Wie schade. Ah, okay. Du denkst, du wärst also cool, hä? Anscheinend bist du's auch. Aber nicht mehr. So, gib mir mein Karottchen wieder. Und zack. So. Dann wurde wahrscheinlich dahin die Plattform aktiviert. Ist aber auch gemein. Naja, gut. Es ist direkt nebenan, aber stell dir mal vor, das wäre voll weit weg und dann wüsstet ihr gar nicht, was ihr machen müsstet. Also, wo jetzt was erschienen ist. Das wäre auch gemein. Aha, wir haben ja ein Face von dem... Aha. Ah, jetzt erinnere ich mich wieder. Genau so war das ja. Ganz genau. Das hat jetzt bewirkt. Das werdet ihr eigentlich gleich sehen, was bewirkt hat. Ah, okay. Ah, eine Abkürzung einfach wieder zum Anfang. Ist ja auch praktisch. Ja, hier müssen wir irgendwann später nochmal kommen. Was zum... Alter. So. Bitte dem Maestro zuhören. Dreimal schwarzes Kanickel. Genau. Wow, das ist ja gemein. Alter. Ich bin mir hundertprozentig sicher, von dem kriege ich diesen verdammten Stock. Mit dem ich halt das anzünden kann, aber... Wie nochmal? Da gab es eine Taktik. Ich erinnere mich nur nicht mehr dran. Ich erinnere mich nur nicht mehr dran. So eine Scheiße. Immer wenn er kurz vorm Erschöpft ist, dann springt er auf und bläht. So, jetzt egal. Zu dem Schalter. Zack. Und zack. Der hat bewirkt, dass jetzt einfach die andere Seite sich öffnet. Yay! Und je nach Bedarf können wir es halt wieder umdrehen. Ja, Mann. Dim. Das ist aber mal ein tolles Geschenk. Oder Versteck. Aber auch ein Geschenk. Das ist ein schöner Soundtrack, muss ich echt sagen. Und das alles nur für eine Uhr. Für einen Wecker. Für ein Uhrensymbol. Ups. Natürlich. Naja, so geht's auch. Hier ist das Ziel. Das ist ja lame. Wer will jetzt schon zum Ziel? Ich will diesen Piraten da noch kriegen, aber wie mache ich das? Dann gebe ich mich auch... 6 Karotten fehlen uns noch? Krass. Dann würde ich mich eigentlich auch zufrieden geben, wenn ich diesen doofen Piraten habe. Ja komm, du kannst doch dieses Scheißding einfach so nehmen, Bugs. Komm schon.
Das ergibt doch keinen Sinn. Warum nimmst du es dir nicht einfach? Das ist doch nur eine Do. Natürlich, jetzt auf einmal. Ich musste im richtigen Winkel stehen, oder was? Naja, egal. Yay! So, kann ich irgendwas mit der Fackel machen? Aha! Na, sieh mal an. Und was bringt mir das jetzt? Eigentlich nichts, er ist nur bewusstlos. Nicht mal eine Karotte. Das ist ja gemein. Die hätten wenigstens für den Erfindergeist mir eine Karotte geben können. Ach ja, jetzt muss ich ja wieder den Schalter umdrehen. Wirk. Wirk. Und schwupps. Yay. Ja. Dun 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 dun. Ich mag den Soundtrack. Diddle 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 und zack. Ja, Mann. Ah, da muss ich ihn ja nochmal umdrehen, um dann rauszukommen aus dem Level. So ein Grunz. So ein dicker Schnutz. Dreimal schwarzes Kanickel. Yay. Oh, der ist immer noch K.O. Er bleibt also K.O. Aber sobald ich das Level verlasse, wahrscheinlich nicht mehr. Aber egal. So ist dem nun mal. Yay. Und yay. Und yay. Triple yay. Und spontaneous burns. So muss es sein. So drückt man Flöcke in den Boden. Mit dem Kopf. Jetzt holen wir den Wecker. Geile Scheiße, Mann. Yeah. Finde ich auch. Also dann fehlt uns noch ein Wecker und 6 goldene Karotten. Wo kriegen wir denn noch 6 goldene Karotten? Ich meine, ich bin zuversichtlich, dass hinter diesem, diesen Schlüsselstein, den wir auch noch mit einer Fähigkeit aktivieren müssen, der letzte Wecker sein wird. Aber 6 goldene Karotten? Ernsthaft? Kann das wirklich da sein? Weil mehr habe ich echt hier nicht gefunden. Nun ja, das sind Zukunftsgeschichten. Das werden wir wohl erst später herausfinden. Und zack. Genau. Als Kind war ich so verwirrt. Ich hatte keinen Plan, was das bedeuten soll, dass der dich die ganze Zeit hin und her geguckt hat. Ich war so verwirrt und hatte keinen Plan, was ich damit anfangen sollte, bis ich dann halt mal wieder ins Versteck rein wollte und dann halt auf einmal sich die andere Tür geöffnet hat und ich war erstmal voll geflasht. Hä, warum öffnet sich auf einmal die andere Tür? Ich hab's erst gar nicht gecheckt, bis ich dann irgendwann mal gesagt habe und dann hat's geklappt. Nee, dann war es mir auf einmal richtig vor den Augen gefallen, dass ich wusste, ah, damit hängt das zusammen. Das muss man aber auch einmal sagen. Das kann man doch nicht einfach kleinen Kindern zum Spielen geben. Soweit denken die doch nicht. Bams. Genau. Ich find's cool, wie so spontan die Musik sich ändert. So la la la. So übelst friedlich dann so übelst fettes Ding, ey. Na scheiße, Mann. Egal. Und tschüss. Level geschafft. Wir können ja gleich hier ins nächste Level auch gehen. Das haben wir ja auch freigeschaltet. Hallo, Merlin. Gut, aber du hast ein paar Sachen zurückgelassen. Nein, nein, das glaube ich nicht. Wo ist das denn? Akte Planet X. Akte Planet X. Lass mich deine Position für dich halten. Gott, ist der Witz schlecht. Mach's gut. Ja, wiedersehen, Merlin. Ciao, du alte Socke. So, den roten Piratenweg müssen wir später nochmal machen. Ich weiß aber gar nicht, unser Leben wird ja eigentlich nicht regeneriert, das ist das Doofe. Aber scheiß drauf, wir gehen gleich ins nächste Level. Es trafen sich Sam und Bunny. Ein Wecker und 2 goldene Karotten nur. Das sieht nach einem extrem kurzen Level aus. Oder nach einem Boss. Okay. Ja, machen wir einfach mal ohne Ton. Ja, wenn Sam meet Bunny. Machen wir einfach mal ohne Ton. Moment mal. Das kann ich mir jetzt nicht so gefallen lassen. Jetzt versuchen wir es nochmal, ob das mit Ton geht. Was ein Fail. Nicht schlecht, aber du hast keine Uhren gefunden. Wie kannst du erwarten, so nach Hause zu kommen? Lass mich deine Position für dich halten. Ich glaube, ich höre zum ersten Mal diesen Spruch. Wow, ich habe noch nie gehört, dass er das gesagt hat. Mach's gut. Ja, wiedersehen, Merl. L und tschüss. So, mal gucken, ob es jetzt klappt. Ich denke mal nicht, aber scheiß drauf. Nein. Gut. Ich weiß auch leider nicht mehr, was Sam sagt. Irgendwas mit verlauster, dreckiger, widerlicher Hase.
Aber scheiß drauf, es schien ja nicht so toll gewesen zu sein. Er hat auf jeden Fall mit einer Kanonenkugel gegen uns geballert. Was heißen soll, er ist aggro. Feuer. Wieso bin ich tot? Er hat mich doch gar nicht getroffen. Er hat mein Boot nur getroffen. Ah. Ach, ich verstehe, so war das genau. Das habe ich als Kind voll gern gemocht. Aua. Haha. Feuer. Ich fand's lustig. Feuer. Und auf Dump. Haha, da regst du dich wohl auf, hä? Oh, was geht? Ah. Nein, nein, niemals. Das kleine Fässchen kommt nicht zu mir. Nee, 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 nee. Niemals. Nee, nee. Boah, der ist ja gemein. Los, reg dich auf. Und burns. Double Hit. Nein, du kriegst mich niemals. Ich bin besser als du mit meinem Blasebalg des Todes. Nein. Ich kämpf dagegen an, gegen deine Puste. Oh, der ist ja gemein. Komm, nur noch einer. Los, hau ab da. Genau. Und jetzt volle Kraft voraus. Oh, gerade so. Gemeinheit. Ich muss das abpassen, dass er gerade nicht da ist. Okay, jetzt ist er hier. Jetzt ist er... Okay, jetzt. Und. Burns. Yeah, man. Zack. Und friss. Oh, schön den fetten Hauptmast, ey. Und das war's mit dem Hauptmast. Zack. Alter, wie sein Boot voll den Bach runtergeht. Dass das überhaupt noch schwimmen kann. Ach, du denkst schon wieder, hä? Da du jetzt gerade eh ein paar auf dem Wasser setzt, kann ich ja damit mich beschäftigen, erstmal ein paar fette Ladungen gegen dich abzufeuern. Und zack. Fress. Boah, Gemeinheit. Ja, genau, reg dich auf. Ja, perfekt, die treffen dich jetzt beide. Burns. So, jetzt geht's wieder nur um einen, nehme ich an. Er regt sich auf und geht seine Runden. Ja, geht er weg. Los, und jetzt, zack. Yes! Und jetzt gibt's den Rest vom Schützefest. Und sag, Ciao-i. Oh, tut mir jetzt aber leid. Tja. 100%. Ich mochte dieses Level voll. Ich erinnere mich wieder. Das habe ich voll gefeiert immer. Ich habe das voll oft wiederholt. Ausgezeichnet. Absolut perfekt. Du hast diesen Level abgeschlossen. Lass mich deine Position für dich halten. Ja, das ist es wert. Danke, Merl. Mach's gut. Ja, wiedersehen, Merl. Ciao, du alte Schrumpel. So. Wie viele Karotten haben wir? 11. Wow, wir sind ja schon weit gekommen wieder. Wir können in ein neues Zeitalter. It's magic. So, das Mittelalter, die Steinzeit, keine Ahnung. Die Dimension X. Oh, es ist Marvin der Marsianer. Wie geil. Diese goldene Karotte kostet nur 99 Karotten, Mann. Ein super Angebot. Und das ist eigentlich an sich das letzte Zeitalter. Das mit 120 Wecker ist nochmal etwas was anderes. Also es ist quasi eigentlich nur so das Ende des Spiels, soweit ich mich erinnere. Aber das ist hier das letzte Zeitalter und hier geht es nochmal richtig ab. Also die Level hier sind auch übel lang, wenn ich mich nicht entsinne. Also wenn ich mich richtig entsinne. Akte Planet X, 14 Wecker, 26 goldene Karotten. Das geht eigentlich. Und dann haben wir hier... Aha, sieht lustig aus. Dann haben wir hier noch ein Level. Mhm. Und da haben wir noch ein Level. Okay, also es gibt hier 4 Level. Eigentlich an sich ziemlich wenig Level immer. Aber die Level an sich sind ja schön lang immer. Das ist ja das Coole. Aber ich würde sagen, meine lieben Freunde, das machen wir erst im nächsten Part. Das heißt, im nächsten Part betreten wir Planet Akte X. Schöner Wortwitz.
Und, naja, ich würde mal sagen, freut euch auf die Dimension X, die Zukunft. Hui! Und ich würde sagen, bis zum nächsten Part, meine Freunde. Tschüsselichen.